Hallo ihr Lieben, willkommen zurück im Resort. Okay, wir wollten, was wollten wir denn? Was wollten wir denn? Ich hab's vergessen. Ich hab's jetzt total vergessen, was wir denn wollten. Wir hatten da hinten Dings gemacht. Wir brauchen noch Gitter. Gitter. Ah, genau. Und Getreide und so. Gut, jetzt holen wir alles für den Stall, machen den fertig. Und dann können nämlich auch die Kaninchen einziehen. Ich habe mir schon die Seite mit den Namen aufgemacht, damit wir da dann gleich die ganzen schönen Namen von euch nehmen können. Leitern reichen uns auch nicht ganz. Machen wir uns auch nochmal ein paar von. Also diese Erde müllt mir immer das Inventar zu. Die packen wir jetzt erstmal wieder aus. Teppich nehmen wir mit. Mauer brauchen wir jetzt erstmal im Moment auch nicht wirklich. Müssen wir zwar auch noch ein Stück weitermachen, aber nicht jetzt im Moment. Huch. So. Okay, dann machen wir uns da mal Stöcker draus und machen aus den Stöckern nochmal Leitern. So. Die Fackeln können wir auch auspacken. Brauchen wir auch nicht. Wir haben, glaube ich, in dem einen Kaninchenstall überhaupt gar kein Licht. Ne? Oder? Hatten wir da Licht schon in die Decke gemacht? Müssen wir auch nochmal nachschauen. Dann packen wir das Rohholz noch aus. Ein paar Schwarzeichenstufen können wir auch auspacken. So viele brauchen wir nämlich nicht. Die Treppe nehmen wir erstmal mit. Mhm. Und Gitter brauchen wir noch. Da brauchen wir auch noch ein paar. Auch nicht so mega viel, aber ein paar. Wie waren denn jetzt noch Gitter? Ach, genau. Okay. So. Ah, bevor wir es wieder vergessen. Klar, jetzt die Dings. Die Blumentöpfe als Näpfe. Und, ja, genau. Müssen wir mal schauen. Da brauchen wir jetzt nichts. Okay, das nehmen wir einfach. Hecke brauchten wir auch noch, aber da haben wir jetzt auch noch ein bisschen was im Inventar. Okay, wir haben das, wir haben das, wir haben das. Wir brauchen noch Setzlinge, um das Ganze zu dekorieren. Eiche, glaube ich, hatten wir zwei drin oder so, ne? Und ich glaube, einen Birke. So machen wir das jetzt auf jeden Fall erstmal. Okay, dann düsen wir los und gucken mal, was wir alles vergessen haben. Hallo, Hühners. Alles gut? Hier hatten wir das, genau, hatten wir schon das Zauntor vergrößert. Da würde ich eventuell die Tore nochmal zwei hoch machen. Und wir müssen ja eh noch den Zaun innen umzumachen, weil sonst klitschen die ja. Und dann bringt uns das ja auch nichts, wenn die hier drinnen stehen und trotzdem klitschen, ne? Das wäre dann schon ein bisschen doof. So. Okay. Machen wir eben die... das Gitter hier fertig und dann können wir noch den Zaun machen, den restlichen. So. Oh. Was mache ich denn? Überall Gitter hinpappen. Zack. So, die eine Spitzhacke ist kaputt. Okay, dann haben wir hier auf jeden Fall das schon mal fertig. Dann können wir den Zaun hier weitermachen. Zaun, nicht Tür. So. Und in die Richtung noch. Na. Okay, super. Dann die Strohballen hier rein. Und dann müssen wir ja noch die zweite Etage hier machen. Aber jetzt machen wir erstmal die Strohballen rein, dass wir das Inventar wieder ein bisschen leerer kriegen. Zack, und hier kann dann auch schon die Tür rein. Ja, das ist okay, dass die zu der Seite aufgeht. Aber dass die zu der Seite aufgeht, finde ich irgendwie ein bisschen doof. Die hätte ich gerne zur anderen Seite. Zack, genau. Dann gehen die nämlich beide zu der Seite auf. Das finde ich gut. Okay.
Die Frage ist jetzt eigentlich, glitschen die auch durch Türen? Ich weiß es gar nicht. Also so durch Blöcke oder so gehe ich jetzt einfach mal nicht von aus, dass sie da durchglitschen. Denn das ist ja bei den Hühnern auch nicht so. Nur die Hühner haben ja gar keine Tür, wo sie rankommen. Also schon eine, aber die ist ja im Stall, das ist ja völlig egal. Und bei den Pferden sind die Türen ja offen. Die glitschen da also auch nicht durch. Das wäre schon ärgerlich, wenn uns dann irgendwie Kaninchen hier aus dem Stall entkommen. So. Fertig. Und dann machen wir hier wieder die Tür hin. Behutsamkeit. Und da ist es ja auch egal hier, ob die durch diese Tür glitschen. Das ist ja völlig wurscht. Denn die sollen ja sogar raus. Ne? Die haben ja da vorne ihren Zugang, Ausgang, wie auch immer. Und da ist es egal. Aber die Tür ist nicht egal. Sonst sollten wir uns da vielleicht nochmal irgendwie ein Tor hinmachen, dass wir uns hier halt ein Zaun hinmachen und dann hier noch das Tor. Ob das besser ist? Ich würde das zur Sicherheit gerne so machen. Ja, so machen wir das. Auf jeden Fall besser. So, und dann sollten wir gucken, wie wir hier nach oben kommen, damit wir das noch machen können. Jetzt muss ich gleich erstmal drüben gucken. Wir hatten die Treppe wie gemacht. Türen offen lassen hier. Also zu dieser Richtung. Drei. Schauen wir mal. Dann hatten wir hier die Fenster rausgemacht, ne? So, okay. Dann das da. Eins, zwei, drei. Ich glaube, das war dann hier ganz frei, ne? So. Drei. Dann Stufen. Wie hatten wir das jetzt so? Und dann... Ach. So. Könnte das gewesen sein da drüben. Ich muss mal eben schnell wieder... gucken gehen. Das ist aber ein Krampf, wenn das genauso aussehen soll. Ja, gut. Das ist gut. Mhm. Machen wir da Dings und so. Da zählen wir von unten. Das ist, glaube ich, praktischer. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Bis dahin haben wir da frei. Und ich glaube, da hatten wir nur einen so, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Okay. Eins. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, dann passt das so. Okay. Und hier, genau, hier hatten wir ja dann auch nur so ein kleines Ding. Hier müssen wir dann zumachen. So. Und da dann. Zack, zack, zack. Und da hatten wir ja auch zugemacht. Hatten wir das jetzt da unter komplett zu oder hatten wir da einen kleinen Unterstand gelassen? Das ist jetzt die Frage. Von hier aus ist ganz zu. Habe ich ganz zugemacht, habe ich keinen Unterstand gelassen. Nein, da haben wir noch ein bisschen Raum dann. Okay, alles klar.
da ist dann doch die Verletzungsgefahr ein wenig zu groß, um das offen zu lassen. Okay, das haben wir. Jetzt muss ich nochmal rüber und nochmal gucken, wie wir das Geländer gemacht haben. Okay. Ja. So hatten wir das. Und dann haben wir hier nämlich zack, zack. Und dann passt das. Und da natürlich dann ja auch Zaun drauf. Jetzt müssen wir nur gucken, wie. Also inwieweit ich da den Zaun drauf habe. Müssen wir gleich nochmal rüber und nochmal gucken. Aber erstmal machen wir jetzt hier noch die Ballen hin. Du kommst da weg. Und da ist jetzt zwei hoch. Ach, jetzt habe ich wieder keine Schwarzeiche dabei, nur die Halbstufen hier. Wie habe ich das da? Habe ich da auch so zugemacht oder habe ich das mit Akazie gemacht? Also ich hoffe mal mit Akazie. Sieht mir sonst ganz schön doof aus. Okay, und dann hier weiter. Also sollte ich mir vielleicht doch nochmal Schwarzeiche holen gehen. Das wird mir dann sonst nicht reichen hier. Und die Ballen reichen auch nicht. Hoppla. So. Ja, aber jetzt machen wir erstmal mit den Halbstufen hier zu. Wir haben ja genug Holz. Wir können ja neue Stufen machen. Okay, das ist das. Dann habe ich hier den Zaun. Und dann würde ich nur noch eben gucken, inwieweit wir da mit der Treppe den Zaun auf der anderen Seite haben. Hier können wir dann eigentlich auch schon einen hinstellen. Genau. Ja, ah, okay, den habe ich da oben verbunden. Und da habe ich auch Schwarzeiche gemacht. Okay. Gut. Ja, aber Licht haben wir hier auch schon komplett drinne in der auf der einen Seite. Dann habe ich das hier so gemacht. Und hier habe ich dann, glaube ich, auch drüben eine Schwarzeiche draus gemacht, ne? Genau, ja, so sieht das gut aus. Ah, jetzt habe ich nicht genug Zaun dabei. Hier müsste man nämlich jetzt auch noch einen höher. Okay, das heißt, wir brauchen noch ein wenig Zaun. Wir brauchen noch ein wenig was brauchen wir? Getreide. Hier machen wir jetzt einfach mal ein paar Betten hin. Nochmal. Getreide habe ich hier noch ein bisschen. Okay, jetzt müssen wir erstmal Zeug holen. Hier können wir gleich noch die Eisengitter reinsetzen. Was können wir von draußen machen? So. Dann können wir nämlich hier jetzt auch schon mal so ein bisschen Unterstände und so machen, dass wir einfach hier draußen schon ein kleines bisschen machen. Ich glaube, da habe ich immer 6 gemacht, ne? Dann reicht mir die Wolle gar nicht. Der Teppich reicht nicht. Und ich habe keinen Zaun mehr. Also wirklich weit kommen wir hier nicht. Ne, da müssen wir erst Zaun holen und so. So, Zaun, 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 Zaun. So, das war jetzt. Oh, Schwarzeichenzaun haben wir keinen. Aber wir haben hier noch genug Holz. Habe ich auch noch Stöcker? Nö. Ich habe kaum noch Stöcker. Das geht ja gar nicht. Haben wir hier irgendwas an Holz, was man nicht braucht? Eichenholz. So, da machen wir jetzt alles Stöcker draus. Geht gar nicht. Inventar voll. So, dann machen wir jetzt erstmal Schwarzeichen. Zaun. Dann machen wir noch Akazienzauntor. Moment, das geht so rum. Da brauchen wir aber gleich 2 Stück von. Für beide Seiten, genau.
Zaun haben wir. Dann können wir eigentlich auch noch mehr Akazienzaun machen, um dann gleich das mittlere Gehege zu machen, dass da die Tiere auch einziehen können. So, wir schmeißen erstmal alles hier so ein bisschen hin. Zack, zack. Und so, genau. Dann haben wir da auch. Schon mal ein bisschen was wieder auspacken an Stöckern hier. Und das Holz da rein und Rohholz da rein. So, jetzt haben wir Zaun, wir haben Zauntore, wir brauchen Teppich. Da oben. Oh, wir haben nur noch 15 Wolle, das ist nicht wirklich viel. Und Gitter kann man erstmal hier lassen, brauchen wir, glaube ich, auch nicht mehr. Oh, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Akazien. Ach, nehmen wir einfach Eiche. Das ist schon okay. Wir brauchen aber auch noch mehr Knochenmehl, glaube ich. Das könnte knapp werden. Da hat man ja immer relativ viel Verbrauch von. Okay. Also, jetzt noch mal ganz langsam. Wir haben Zaun. Wir haben Wolle. Wir haben dann für draußen eigentlich soweit alles. Wir haben für drinnen soweit alles, außer Getreideballen. Genau, die fehlen noch. Oh, da haben wir auch nicht mehr viele. Oh. Das kann knapp werden. Wie war denn das noch? Ach, das war komplett, ne? Genau. Mal erstmal überlegen hier. Ich mache ja die letzte Zeit so Zeugs überhaupt nicht mehr. Weil ich ja alles gespendet kriege. Ihr seid da ja so wahnsinnig irgendwie. Bin ich so verwöhnt, dass ich das alles vergesse. Das ist wie mit schwere Taschen tragen. Ja, da wird man jahrelang verwöhnt irgendwie von seinem Mann und trägt einem alles immer die Treppen hoch. Und wenn man dann mal irgendwie eine etwas schwerere Handtasche hat, dann kommt man total ins Schnaufen, wenn man die Treppen hoch muss. Tja. Es kommt, wenn man verwöhnt wird. Und wenn ihr mich hier so verwöhnt, dann vergesse ich die ganzen Rezepte. So. Wolle. Huch. Ich hab da mal Wolle hingeschmissen. Wird das schon wieder dunkel? Ja, das ist aber auch permanent dunkel. Egal. Wir machen es ein wenig hell. Ja, dann haben wir da einen Unterstand. Dann würde ich eigentlich hier noch einen hinmachen wollen. Und da, dann haben wir da auch schon ein bisschen Licht wieder. Weil so viel Licht brauchen wir ja gar nicht. Wir haben hier ja keine Monster mehr. Und dem ist das gar nicht so wichtig, dass es hell ist, sondern einfach nur, dass es schön aussieht. So, yay. Und hopp, nein, hopp, nein. Ich glaube, jetzt reichen die Halbstufen nicht. Ach, das ist doch ein Fluch. Ich krieg das hier einfach nicht fertig. Aber ich habe noch Dings dabei. Bretter dabei, aber ich habe keine Werkbank. Ein anderes Holz habe ich auch nicht dabei. Da machen wir uns hier raus eine Werkbank, aber da reichen uns die Stufen nicht wirklich, oder? Wir gucken mal. Ah, könnten reichen. Nee. Ach, an sowas bin ich einfach total schlecht, sowas abzuschätzen. Nee, reicht nicht. Okay. Dann müssen wir da gleich nochmal neu holen. Das da wollte ich und das da brauchen wir. Dann würde ich nämlich hier hinten machen wir die hin. Ne, für Stroh. Und da vorne machen wir jetzt Dings hin. Es ist dann. Nein, das geht nicht. Ah! Warum gehen da keine Leitern dran?
Oh, wie gemein. Einen Zaun umzustellen? Dann kommen aber die Viecher da nicht dran, ne? Das ist dann irgendwie total unproduktiv. Arg. Okay, überleg, 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 überleg. Wie machen wir das? Gitter umzu? Jetzt habe ich nur kein Gitter dabei. Aber das wäre doch toll, so als frische Raufe irgendwie. So Blätter und sowas, ne? Dann. Ja, das fände ich toll. Müssen wir nochmal schauen. Also jetzt kommt hier erstmal ein Baum hin. Dings, ich hoffe, der wird groß. Wahrscheinlich nicht, aber... Ne, wird nun kleiner. Aber wir stellen einen sowieso direkt daneben. Gucken, dass der groß wird. Auch ein kleiner. Na gut, okay. Dann noch den Birkenbaum. Ich würde dann eigentlich doch ganz gerne noch einen Baum hier ins Gehege stellen. Das ist jetzt gerade ein bisschen wenig. Oh, da sind voll viele Blumen. Da müssen wir doch mal Blumen wegschlagen. Das ist mir eigentlich zu viel an Blumenzeugs. Hallo? So. Okay. Wie machen wir das denn hier mit dem Ding? Ja, sonst... tatsächlich, Gitter umzu. Das dürfte sich dann ja eigentlich auch nicht verbinden, ne? Also rein theoretisch sollte es sich nicht verbinden. Da lassen wir ein paar. So, auf der anderen Seite auch noch ein paar Blumen rausmachen. Ich finde das immer zu viel. So. Okay, und hier können wir jetzt noch ein bisschen Knochen wieder hinmachen. Zack, zack, zack. So. Okay, gut, super. Haben wir das soweit? Dann brauchen wir noch da auf jeden Fall Stufen. Und hier ist es auch arg dunkel, aber das ist ja wie gesagt nicht so dramatisch. Dann machen wir oben noch die Getreideballen rein. Mensch, der Part ist schon wieder ewig lang zu Ende. Na gut, wir machen jetzt noch eben die Ballen. Dann müssen wir wohl oder übel den Part beenden. Und dann einfach ja im nächsten versuchen hier fertig zu werden. Das machen wir noch eben hier, genau. So, dann kann ich nämlich, während ich mich von euch verabschiede, hier noch eben schnell die Tore rein basteln und mich schon mal auf dem Weg zurück machen, damit wir eben die Gitter gleich im nächsten Part parat haben. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns doch im nächsten Part. Also bis denn. Ciao, ciao.